So, willkommen nun endlich zu dem Spiel zwischen Mike und Johnny bei unserer Supreme Commander Forge Alliance Liga. Wie schon gesagt, heute spielen Mike und Johnny gegeneinander. Mike spielt mit Aeon, Johnny mit Cybern hier. Map heißt Oxford. Mit dabei noch hier im TS die Hatice, der Sebastian und auch noch der Hallo. Daniel. Hallo. Und dann können wir jetzt starten. Viel Spaß. Und Powered by habe ich keine Ahnung, ist mir eigentlich auch egal. Supreme Commander! Powered by der FAF-Lobby. Thank you. Ja, Ach so, und ich wenn sie muss dann verstanden starten. hat, dass sie das Spiel starten muss, gut. Sorry. Ja, dann gib mal Gas beim Kommentieren. Johnny ist weiß, der Mike ist rot. Beide starten mit der Landfabrik, beide an einem Masseextraktor. Ist nicht wahr. Ja. Was soll ich denn sonst noch sagen? Mike baut dann noch zwei Stromgeneratoren und dann mit dem Commander noch die anderen Masseextraktoren. Der Johnny baut Stra zwei Stromgeneratoren, nein, drei und, nee, auch zwei. Und auch die anderen drei Massepunkte noch. Vier. Ich bin dumm. Ja, am Anfang kann man noch nicht so viel sagen. Ich glaube, Johnny wird ein Stromproblem hervorrufen. Wieso? Wenn er nur drei Strom-Dinger baut und dann direkt eine neue Fabrik bauen möchte. Ja. Was baut denn der Mike da? Strom? Ja. Was macht er denn? Um und Ende. Will der Mike einfach nur schön bauen? Nee, der weiß schon, dass du, weil du hier so viel Masse zur Verfügung hast, du auch viel bauen muss. Johnny macht auch gleichzeitig eine Einheit dazu, eine Assault-Bot. Der Mike auch. Weil der Mike geht direkt mit dem Techniker mit, oder? Ja, der hat ihn an den Techniker gebunden. Ah, guck mal, der Mike baut dann da vorne zwei Fabriken. Ja. Okay. Wie Es ist tippt ihr? wichtig, sich beide Seiten zu beschäftigen. Beim Johnny finde ich gerade fragwürdig, dass er keine Techniker baut. Da kommt wieder einer mal. Ja, aber wenn die jetzt kommen, machen die hier den Technik kaputt und auch die Einheit. Naja, die werden sich nicht begegnen. Ja, Nur die stimmt. Techniker. Ist denn ein Techniker schneller? Aber das denke ich nicht. Jeder wird sterben. Renn, Techniker, renn! Du schaffst es noch! Nein, du schaffst es nicht mehr. Ist vorbei, du bist tot. Oh, die begegnen sich direkt in der Mitte. Ach nicht. Läuft er doch. Ich finde das echt Doch. komisch, dass Johnny Techniker baut? so wenig Massepunkte gerade einnimmt. Aber das oben finde ich gut, was Johnny macht. Der drückt richtig mit drei Soulbots. Da mag gleich sein Commander bewegen nehmen. Muss er ja. Johnny hat auch ein Radar. Wann wird er den Commander bewegen, endlich? Aber das wäre blöd. Weißt du, du gehst da vorbei und Ja. machst gar nicht richtig kaputt den Massepunkt. Sowas verstehe ich ja nicht. Und jetzt machen sie natürlich einen taktischen Fehler, weil sie dahin laufen, wo der Commander ist. Na gut, das konnte er ja nicht sehen in dem Sinne. Scouten. Und schon wieder, er macht nichts richtig kaputt. Das sind dreimal Ja, richtig. hätte aber trotzdem nicht geschafft. Aber er hätte eins von den Dingern kaputt machen können. Ja, den da hinten. Jetzt greift er auch wieder von unten an. Macht er sehr gut, ja. Das muss ich sagen, macht Johnny wirklich gut. Dadurch ist Mike beschäftigt. Erstmal. Aber irgendwie. Hä? Was war das denn? Nein, jetzt, er geht schon wieder dran vorbei. Er zieht das nicht ordentlich durch. Habt ihr diese zwei Punkte gerade da oben gesehen? Nein. Ja. Was war das? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist immer dann, wenn. Wenn irgendwelche Punkte
anvisiert, wenn irgendwas abgebaut wird oder irgendwas. Jetzt macht das Radar kaputt, das ist auch gut. Und er geht wieder mit 3 Stück von der anderen Seite. Er macht eigentlich genau das, was der Daniel gerade gesagt hat. Von 2 Seiten jemanden beschäftigen. Aber ich finde das Johnny gar nicht. Guckt euch das mal an, der nimmt überhaupt gar nicht die Massepunkte ein. Ja, das wird ein Problem werden. Oh, oh. Oh, oben geht er mit 2 durch. Und jetzt kann er die Techniker kaputt machen. Macht er auch, oder? Ja, bewegen, ich würde sie weiter bewegen. Oh, Mike gibt, naja, nicht so viel Gas. Das oben macht er jetzt auch kaputt. Gut im Moment. Jetzt bewegt er sie aber nicht. Er schickt sie auf die Techniker anstatt auf die ein paar Einheiten, die da jetzt kommen. Na, das war natürlich jetzt blöd. Jetzt hat der Mike einen kleinen Vorteil, weil er jetzt runtergeht. Ah, die Frage ist, wenn Johnny jetzt so oben reingeht. Ja, aber das sind auch wieder nur 3 Einheiten. Hat Mike Verteidigung oben besetzt? Johnny hat, gut, doch, Johnny ist jetzt im Vorteil von den Punkten auch. Hat aber einen Einheitennachteil unten. Er könnte nur sein Commander ein bisschen nach vorne schicken. Und noch keine Landfabrik. Jo, jetzt macht er oben das kaputt. Der hat doch kein Radar. Der Mike muss nur auf Entfernung bleiben. Mit den Aeon-Panzern. Aber er hat kein Radar. Doch, der hat ein Radar, aber ist das nicht so weit drin? Jetzt ist der Johnny auf jeden Fall hat halt auch gehört, da der Commander von Mike rechts ist. Ja, aber Johnny hat einen klaren Punktevorteil und auch einen Massevorteil mittlerweile. Der ob er den gut ausspielt. Nö, er geht noch nicht auf eine Landfabrik, Luftfabrik, doch jetzt erst. Das wundert mich, weil damit könnte er jetzt richtig Druck machen gerade. Jetzt geht Mike oben auch ein bisschen nach vorne. Ja, wie schon gesagt, Mike spielt jetzt gerade sein. Ah, Johnny ist auf Tech 2 unten, seht ihr das? Ah ja, stimmt, ja. Ist gut. Das ist krass. Wenn er jetzt die. Mike hat mit damit wird Mike Probleme bekommen. Bei Tech 2 ist schon hardcore hier. So schnell. Wenn Johnny jetzt auf die. Macht er, glaube ich, Gunships, ne? Baut er Gunships? Die sieht man doch noch nicht, oder? Doch, man sieht das Symbol, was da gebaut wird. Der Mike baut auch keine, ja doch, jetzt baut er auch Luft auf. Nee, er hat Luft gebaut. Aber oben wird jetzt interessant für Johnny. Ja, aber die laufen alle rein. Ja, ja, Johnny hat schon Verteidigung gebaut. Und das stark, ja auch. Johnny, muss ich sagen, macht er richtig gut. Und jetzt steht er mit nicht, warum Mike nicht die Wasser rein im Bogen. Ja. Vor seiner Haustür. Und auch die untere. Ja. Das kann er alles machen, der steht mit seinem Commander gerade. Und die ist gerade überfordert. Johnny spielt aber noch nicht richtig aus, seinen Vorteil. Ja, der sammelt wahrscheinlich erstmal. Jetzt geht er mit dem nächsten Masse, mit dem ersten Masse-Extraktor auf Tech 2. Er holt sich also einen weiteren Vorteil. Da schießt das Tech 2. Er macht Johnny jetzt einen kleinen taktischen Fehler, dass er nicht sein ganzes Tech 2. Warum sammelt denn der Mike die ganzen Einheiten da oben? Weiß ich auch nicht. Er hat die wahrscheinlich vergessen. Aber jetzt mal ernsthaft, oben hat der Mike 6 Massepunkte, die er einnehmen könnte. Ja. Sehe ich nicht. Und Johnny macht auch, muss man ihm natürlich ein bisschen vorwerfen, auch einen minimalen taktischen Fehler. Er scoutet jetzt nicht, weil er ist jetzt eigentlich, wenn er seine Punkte sieht, in der Situation, wo man sagen kann, der gibt die Pace vor, ja. Der müsste seine Tech-2-Einheiten nach rechts tun. Ja, das also auf jeden Fall alles auf Mike. In die Richtung da. Er geht nach oben. Das macht er ja gut. Und Mike dreht da unten. Das wird interessant. Ja, aber Mike hat ja noch keinen Tech 2. Und das Johnny Tech. Das ist kein Radar, der Mike, ne? Doch, oben da ist in der Bas. Eine. Dass Johnny noch Luftabwehr baut, verstehe ich noch nicht so richtig. Weil es gibt ja gar keine Luft bisher von Mike. Die hat er pausiert oben. Aber vielleicht hat der Mike extra die Einheit. Wenn Johnny jetzt oben reingehen würde, ne? Mit dem, was er da hat, das könnte Probleme geben. Ja, aber Mike hat auch viel. Ja, Mike hat auch viel. Aber unten jetzt. Ja, aber. Oben hat er gar nicht so viel. Oben Johnny hat Johnny schon Tech 2. Johnny spielt seine Luft gar nicht aus. Der baut nur Abfangjäger. Ich glaube, der Mike macht Gun Upgrade. Ich glaube, der kapiert nicht. Ja, ich glaube. Ja, Mike macht Gun Upgrade. Ich glaube, der Johnny kapiert gar nicht, dass er hier mit Gunships schon gewonnen hätte, wahrscheinlich.
gerade. Weil so schnell kann er gar nicht nachproduzieren. Warum baut er denn eigentlich Abfangjäger? Das weil er hat zur Sicherheit wahrscheinlich. Ja, aber man baut doch nicht erst Abfangjäger, man scoutet erst und guckt, ob der Typ überhaupt Luft hat. Stimmt, Johnny geht auch lieber mehr auf Tech 2 hier. So, wenn er rechtzeitig... Der Panzer hat schon 16 Kills. Von Johnny. Der steht, der Tech 2. Aber Mike wird sein Gunner-Bild, glaube ich, rechtzeitig helfen. Oh, oben geht's jetzt ab. Oben geht's jetzt ab. Ja, aber da ist Tech 2 dabei. Mike hat doch gar keine Chance. Der Mike wird oben alles verlieren. Ja. Ja, das war's. Ich verstehe nicht, warum Mike oben nichts eingenommen hat. Warum? Guck mal, jetzt geht er mit all den Einheiten nach oben. Das ist doch auch doof. Muss er. Wenn der jetzt nicht hochgeht, verliert er das oben. Das weiß er auch. Und der Commander? Der wird dann alleine da stehen. Ja. Und deshalb jetzt. Muss er ja, der muss ja sein Gunner-Bild fertig machen. Kannst du den nach oben bewegen jetzt? Ja, also jetzt, wo das so da nach und nach alles fällt. Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum jetzt der muss die eine Seite gewinnen, so Johnny. Hat. Jetzt kommen die Techniker natürlich, die Einheiten alle einzeln hoch. Aber zu dem Zeitpunkt ist schon die. Und jetzt unten auf den Commander gehen und dann gibt's Probleme. Aber der hat gleich seinen Gunner-Bild. Ja, aber guck mal, Johnny hat schon Bomber. Das dauert noch ein bisschen. Aber Mike hat keinen Strom mehr jetzt. Ne, mal davon abgesehen, genau. Der kann kein Overcharge jetzt machen. Das war's. Das geht ganz, ganz langsam. Also, wenn der Johnny das jetzt nicht gewinnt, dann. Der läuft an dem Commander vorbei! Nein! Der sieht ihn doch jetzt. Der hat doch ein Radar. Ja, aber das war da. Ja, müsste ich eigentlich haben. Und das Gunner-Bild müsste jetzt mal langsam fertig werden. Jetzt fertig. Ist es jetzt. Aber es bringt ja nichts mehr. Mike hat nichts mehr. Weil jetzt kommen auch noch die Bomber. Eigentlich war es das jetzt. Ja, guck mal, wie schnell der verliert. Ja, das war's. Ach, so ein Scheiß. Ja, Mike war überfordert. Das hat er, damit hat er, glaube ich, nicht gerechnet. Dass Johnny so spielt. Krass. Er hat Johnny erstmal vorne rein Gas gegeben, hat er eigentlich gut gemacht. Nicht schlecht. Kann man nur herzliche Dinge von Johnny sagen. Gut gespielt, hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, das hat keiner gedacht. Nee, nicht wirklich. Ich war auch überrascht, glaube ich. Dann holt mal bitte die beiden hoch. Jo, mach ich. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Ja, herzlichen Glückwunsch, Johnny. Danke. Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Dann redet mal mit den beiden. Was soll man sagen? Art. Gut gemacht, Johnny. Ja, wenn dann darf der Daniel jetzt mit Mike reden, weil der Daniel hat sich ja gerade kritisch geäußert. Was war los? Aber echt, was los, Junge? Johnny war besser, ganz einfach. Boah. Ich hab nicht gerechnet, dass er so spielt. Keine Ahnung. Sage, keiner hat damit gerechnet. Hat er gut gemacht, ja. Ja, war besser, ganz klar. Der eine sagt noch, das Spiel geht los und er sagt, am besten wäre, wenn es von beiden Seiten angreifen. Der Johnny macht genau das. Immer abwechselnd. Ja, war gut. Ist halt aber auch, muss ich schon sagen, auf dieser Karte zeigten sich auch sehr schnell, wer gewinnt oder wer nicht. Normal. Ja, Johnny war stark auf Tech 2. Mann. Das heißt, er kann ein kleiner Fehler sein und dann ist man halt raus. Also heißt jetzt das gar nicht, dass der Mike so schwach ist. Normalerweise. Das hat doch gar keiner gesagt. Sicherlich nicht. Also so ist es jetzt nicht. Also, ich wollte jetzt auch einfach nur sagen, dass Johnny nicht so stark ist. Ja, eben. Nee, ist auch so. Ich bin auch nicht stark. Ich gibt's. Was du zum Beispiel auch falsch gemacht hast, du baust eine Fabrik, Luftfabrik und scoutest gar nicht. Ich glaube, dir war gar nicht klar, dass da oben der gar nichts eingenommen hatte und du jetzt einfach rübergehen könntest. Das hast du eigentlich schon viel zu spät gemacht. Ja. Okay. Du hast was er gut gemacht hat, was ihm halt den Sieg geschenkt hat, war halt Tech 2 am Anfang. Ja. Ja, ich hab ein bisschen Angst. Der hat ja auch hochgeteckt. Ich habe ja gar nicht hochgeteckt. Ich habe noch nicht mal meine Masse hochgeteckt. Der hat ja schon 2 auf Tech 2 gehabt. Ja, du hattest die Masse auch von oben gar nicht eingenommen, ja. Nee. Stehe ich nicht. Hatte ich nicht. Naja, gut. Das heißt, es gibt jetzt nur noch ein einziges Spiel und das heißt Daniel gegen Herr Teacher. Das seht ihr dann demnächst. Macht's gut und bis dann. Bis dahin. Ciao. Ich glaube, die...